So, hallo und herzlich willkommen heute mal im Internet sozusagen. Das ist kein großer Unterschied zu sonst, würdet ihr meinen, aber wir gucken uns heute mal tatsächlich eine Website an, wenn man so möchte, beziehungsweise wir gucken uns die Kartenanwendung Schutzgebiete in Deutschland vom Bundesamt für Naturschutz an. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich möchte einfach ein bisschen erklären, wie man denn diese Karte verwendet und hoffe, dass das Bundesamt für Naturschutz da nicht allzu viel dagegen hat. Ja, es ist eine etwas großzügige Auslegung des Zitatrechts, das ist mir klar und das gebe ich auch zu. Aber ja, das machen wir jetzt trotzdem. Versuchen wir es einfach mal und hoffen, dass ich keinen Ärger bekomme. Ne? Sollte ich Ärger bekommen, liebes Bundesamt für Naturschutz, ich meine es wirklich nicht böse, ich will hier nur einen Dienst an der Menschheit sozusagen vollbringen und hoffe, Sie haben da keine größeren Schwierigkeiten mit. Wenn doch, dann sagen Sie mir Bescheid, dann nehme ich das Video auch gerne wieder offline, falls das ein Problem darstellt. So. Zunächst mal zu dieser Kartenanwendung generell. Na, logischerweise kriegt man da auch Gesamtdeutschland dargestellt. Ich muss aber kurz aus technischen Gründen darauf hinweisen, bei meinem Browser funktioniert das Ganze nicht so wirklich richtig gut. Daher bin ich immer ziemlich langsam, die entsprechenden Stellen in der Karte zu erreichen, zu denen ich möchte. Drum fangen wir hier jetzt schon mit dem nördlicheren Baden-Württemberg an, weil da kenne ich mich aus und ich möchte ein paar Beispiele bringen, von denen ich auch wirklich weiß, wo es da lang geht und wo ich auch schon wirklich persönlich durchgelaufen bin und beurteilen kann, ob die eingezeichneten Wege dann auch vorhanden oder begehbar oder nicht begehbar und so weiter und so fort sind. Ja, einfach so ein paar konkrete Beispiele und vielleicht noch ein paar Verbesserungsideen sollte tatsächlich irgendjemand vom Bundesamt für Naturschutz, der für diese Karte zuständig ist, dieses Video sehen und ja, dann vielleicht eine Idee haben, wie man da das eine oder andere noch aktualisieren könnte. Und wenn nicht, tut es mir leid, wie gesagt. Gut, also folgendes. Zunächst mal, diese Karte besteht aus diesen drei Reitern. Wenn man die hier alle zumacht, dann sehen die so aus und die obere, der Die zwei sind ausgegraut, weil ich die schon ausgegraut habe, aber wir haben im Prinzip hier einmal Kategorie Natura 2000 Schutzgebiete. Da gibt es die zwei hier, die jetzt eingeblendet werden. Das rötlichere, rötlich-bräunliche, das sind die FFH-Gebiete. FFH-Gebiete, nennt sich Flora-Fauna-Habitat-Gebiet und Natura 2000 ist ein EU-Schutzgebietsnetz. Das zieht sich also durch die gesamte EU. Und ja, sorgt dafür, dass bestimmte Flächen eben einen etwas kleineren Schutz genießen. Also es ist nichts Krasses. Das hat Auswirkungen für Landwirte, für Forstwirte, für Besitzer, Grundbesitzer in den entsprechenden Gebieten, aber für den Wanderer tatsächlich erstmal nicht. Im Gegenteil, höchstens eine positive Auswirkung. Der Wanderer möchte sich vielleicht ein FFH-Gebiet suchen, um da wandern zu gehen, weil es da tendenziell vielleicht ein bisschen schöner ist als woanders oder möchte zumindest teilweise FFH-Gebiete in einer Wanderung touchieren. Und ja, das kann man so machen, das muss man nicht so machen. Sie haben aber für uns als Wanderer, wie gesagt, keine nennenswerte Relevanz. Und daher können wir sie erstmal ignorieren und damit wird die Karte dann gleich ein Stückchen übersichtlicher. Ja? Weil wenn man alles einblendet, dann ist die einfach nur noch bunt. Das mache ich jetzt nicht vor, aber das wäre dann so. So, die Vogelschutzgebiete. Die haben im Prinzip die gleiche Auswirkung. Manchmal gibt es hier und da kleinräumig Besonderheiten, was das Führen von Hunden angeht. Dass die auf gut Deutsch einfach an die Leine müssen oder zu einer bestimmten Zeit an die Leine müssen und das insbesondere in den Vogelschutzgebieten dann der Fall sein kann. Andere Ausnahmen kenne ich weniger, aber es kann sein, dass es dann hin und wieder bei strengen Vogelschutzgebieten, die noch einen anderen Schutzstatus drüber haben, auch mal Beschränkungen gibt, dass zum Beispiel zur Brut- und Brutzeit bestimmte Gebiete nicht betreten werden dürfen, etc. Also so lokale Besonderheiten, das muss man wissen, das muss lokal auch bekannt gemacht werden. Sonst kannst du das nicht wissen. Und für den normalen Wanderer, wenn er jetzt nicht zufällig eben aus der näheren Umgebung kommt, ja, kann man weitestgehend ignorieren und ist in 99,9% der Fälle damit dann auch safe. So, die kommen also wieder weg. Gut, damit können wir den ganzen Natura 2000 Reiter wieder ausmachen, wieder ausblenden und den ignorieren. Dann gibt es hier die naturräumliche Gliederung. Da gibt es einmal Naturräume. Zack, da zeigt er uns dann so schöne Grenzen von den großen Naturräumen Deutschlands ein. Hier zum Beispiel das Rheintal D53, der Schwarzwald D54, glaube ich, die Schwäbische Alb rechts im Bild, D60. Ja, die haben eine Nummer und man weiß dann, wovon man spricht und das ist wichtig für verschiedene geografische Einteilungen und für verschiedene Geografen und so weiter. Für uns nicht ganz egal sein, genau wie die biografische Region. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt sein soll, haben wir noch nie gebraucht, können wir ignorieren. Ja?
für uns, für andere Leute sicherlich relevant. Dann blenden wir das aus und jetzt kommen wir zum eigentlichen Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, nämlich die Schutzgebiete. Standardmäßig ist, wenn man die Karte aufruft, zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, Naturschutzgebiete aktiviert, hier das sehende Auge, Nationalparke hier aktiviert, hier das sehende Auge und jetzt aktivieren wir spaßeshalber mal noch alles andere. So, und wenn wir jetzt von Schutzgebieten keine große Ahnung haben, das wird gleich noch ein bisschen bunter, da hat irgendwas noch nicht geladen, glaube ich. Naja, egal. Also nehmen wir mal an, wir hätten keine Ahnung, welches Schutzgebiet was bedeutet. Und dann sehen wir, oh Gott, die Karte ist ja total bunt, ich darf nirgendwo mehr in den Wald. Und das stimmt nicht. Das wird ganz häufig so interpretiert. Ganz, ganz häufig. Das lese ich so oft in den Kommentaren. Das höre ich auch so oft von verschiedenen Leuten. Und das ist einfach völliger Nonsens, weil das Allermeiste, was jetzt hier bunt geworden ist, sind zwar irgendwelche Schutzgebiete und haben eine gewisse Bewandtnis. Aber eben genauso wie die Natura 2000 Schutzgebiete meistens nicht für den stinknormalen Wanderer. Meistens. Ja. Ein paar Ausnahmen gibt es und die werden wir jetzt der Reihe nach durchgehen. Und das ist jetzt das, was wir tun. So, was für Interessen hat denn ein stinknormaler Wanderer? Um das mal kurz zusammenzufassen. Ich gehe jetzt also mal davon aus, dass wir erstens mal wandern wollen. Das heißt, das Gebiet entdecken, durchlatschen, uns daran erfreuen. Zweitens, hier und da vielleicht auch mal vom Weg runtergehen wollen, weil wir eine besonders spannende Pflanze, eine besonders interessante Struktur im Walde entdeckt haben, einen besonders interessanten Baum entdeckt haben, vielleicht eine Blume pflücken wollen, vielleicht eine Beere pflücken wollen, vielleicht einen Pilz sammeln wollen. Sowas in diese Richtung. Ja? Und eben, das ist dann Punkt Nummer 3, Dinge einsammeln unterliegt mitunter auch einer rechtlichen Beschränkung, wenn man in einem Schutzgebiet ist, das einen heftigeren Status hat sozusagen. Und möglicherweise, das wird das Bundesamt für Naturschutz jetzt nicht so mögen, aber vielleicht wollen wir ja auch einfach irgendwo im Wald uns auf den Boden legen und tatsächlich die Nacht über da liegen bleiben, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Zelten darf man grundsätzlich nicht, einfach nur hinliegen und pennen, das ist eine rechtliche Grauzone, da gibt es noch keine Abschluss. Abschließenden wirklich krassen Urteile dazu, weil das auch immer regional anders ein bisschen geregelt wird, je nach Bundesland ein bisschen anders geregelt wird und. Daher, ja, wie gesagt, eine Grauzone. Ich hoffe, das kann das Bundesamt für Naturschutz auf diesem Wege auch so akzeptieren, dass ich das jetzt mal so nenne. Wo man es aber definitiv nicht darf, mal hinlegen und die Nacht über die Augen zumachen, sind bestimmte Schutzgebietkategorien. Lediglich die Wälder, die nicht dieser bestimmten Schutzgebietkategorien angehören, bei denen geht das dann. So, und jetzt machen wir alles wieder aus. Jetzt haben wir ja grob geklärt, worum es geht, was wir eigentlich vorhaben. Und jetzt werden wir im Einzelnen nochmal klären, was dürfen wir denn wo müssen wir aufpassen und so weiter. Und was hilft uns diese Karte dabei? Und dazu machen wir jetzt mal wieder an, den Nationalpark. Weil der ist, wenn er da ist, zwar groß, aber er ist nicht oft da, wie man hier schön sehen kann. Tatsächlich hat Baden-Württemberg genau einen. Ich würde ja jetzt schön rauszoomen, weil das könnt ihr daheim auch selber machen und euch mal sämtliche Nationalparke Deutschlands angucken und wo die jeweils liegen. Das sieht man in dieser Karte nämlich ganz wunderbar. So, und im Nationalpark, der ist normalerweise unterteilt, auch nochmal innerhalb seiner Fläche, in Kernzone und Entwicklungszone bzw. Managementzone. Das ist also so ein Drei-Zonen-Gebiet, blöderweise, und das ist ein bisschen schade, und das wäre jetzt ein Verbesserungsvorschlag, sehen diese Karten nicht vor, die jeweiligen Zonen in einem Nationalpark noch weiter gesondert hervorzuheben. Weil zum Beispiel in der Management- oder Entwicklungszone, je nach Nationalpark, das muss man wirklich pro Nationalpark separat nochmal rausfinden, nochmal auf die Karte, die man auf der jeweiligen Internetseite des jeweiligen Nationalparks findet, nochmal nachgucken, wird das dann nochmal untergliedert in eben diese unterschiedlichen Zonen. Das bedeutet lediglich in der Kernzone, die ist zwar die größte, aber die ist trotzdem nicht überall, gilt meistens ein Wegegebot, dass die Wege nicht verlassen werden dürfen. Es gilt ein Pflanzen nicht beschädigen, Tiere nicht stören, Pilze nicht sammeln, Gebot und im Grunde darf man da eigentlich nicht viel außer durchlaufen, auf dem Bänkchen sitzen bleiben, die Naturschönheit genießen, Foto machen, wieder abhauen, nicht vom Weg runtergehen, wie gesagt, und das war's. Ja? Das ist Absicht, da soll sich ja die Natur ungestört entwickeln können in einem solchen Nationalpark. Das ist auch eine gute Sache, insbesondere da die ja nicht besonders viel Fläche einnehmen und die Fläche, die sie einnehmen, häufig auch sehr schutzwürdig ist. Da handelt es sich also häufig um ohnehin schon sehr, sehr schöne, besondere Waldgebiete, die dann auch eben für die nächsten Generationen erhalten werden sollen.
So, soll heißen, haben wir irgendwelche Pläne, Pilze zu sammeln, Beeren zu sammeln, etc. pp., dann können wir Nationalparke mehr oder weniger knicken, es sei denn, wir machen uns die Mühe und besorgen uns nochmal eine detaillierte Karte der einzelnen Zonen eines Nationalparks. Spaßeshalber. So, hier habe ich gefunden auf nationalparkschwarzwald.de, Nationalparklage zu, minus Zonierung. Ne, hier oben findet ihr den Link. Könnt ihr spaßeshalber hier mal gucken, der Gebietsgliederung. Ne, sagen wir nochmal hoch. Hier sehen wir nochmal eine andere schöne Karte, alles ganz tippitoppi. Und hier haben wir eben die unterschiedlichen Zonen des Nationalparks. Kernzone ist hier das dunkelgrüne, Entwicklungszone das hellgrüne, so viel ist das gar nicht. Und dann drumherum sozusagen die Managementzone. Und jetzt in manchen Nationalparken ist es so, dass die Managementzone eben frei betreten werden darf. Ich glaube im Schwarzwald nicht. Das müsste man dann auch relativ lange noch rumsuchen, bis man das rausfindet. Und da geht es jetzt auch nicht so sehr um den Nationalpark Schwarzwald als alleinige Wahrheit, sondern einfach um klarzumachen, das ist kompliziert, das braucht Zeit, das braucht Mühe, um sich da einzuarbeiten, wenn man wirklich exakt wissen will, was man, ob man nicht vielleicht doch noch ein bisschen was darf im Nationalpark. Daher die einfachste Lösung ist tatsächlich, wir gucken auf unsere Schutzgebietkarte, sehen, da ist Nationalpark und ignorieren diesen dann für irgendwelche Pläne, wo wir im Wald mehr vorhaben, als einfach nur durchzulaufen und die Natur zu genießen. Das reicht in vielen Fällen in Nationalparken auch schon völlig aus. Die sind häufig wunderschön. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gut, ja, also wir wissen jetzt, Nationalpark, pfui, für irgendwelche erweiterten Waldnutzungen, sage ich jetzt mal. Schön und hui für Naturgenuss. Das heißt, wir blenden den Nationalpark wieder aus und machen weiter mit Naturschutzgebiet. In diesem Fall ist es jetzt kein Zufall, dass die ausgerechnet direkt an den Nationalpark angrenzen. Das kann man auch schön sehen, wenn man den wieder einblendet. Ups. Entschuldigung, so rum. Ja, aber jetzt gucken wir uns trotzdem nur mal Naturschutzgebiet an. Spaßeshalber, im konkreten Fall hier nämlich, seht ihr, deswegen sage ich, das ist mit dieser Karte bei meinem Computer vorsichtig ausgedrückt ein wenig schwierig. Gut, egal. Jedenfalls das Schutzgebiet, das uns jetzt konkret interessiert, wäre jetzt das kleine hier oberhalb der Kreuzung, und da zoomen wir jetzt noch mal ein bisschen ran. Zack, hier Ruhestein. Und oberhalb vom Ruhestein ist witzigerweise mitten im Nationalpark, auch das gibt's. Also so als konkretes Beispiel, ein nochmal zusätzlich ein Naturschutzgebiet, weil der Nationalpark hat da nämlich ein Loch. Zack, seht ihr? Also hier ist ein Loch im Nationalpark, dafür mit Naturschutzgebiet. Und das ist jetzt dahingehend spannend, weil wenn wir jetzt noch weiter hinzoomen, können wir gleich noch eine interessante Sache erkennen. Aber erstmal die Frage, was bedeutet jetzt diese rote Farbe? Was bedeutet Naturschutzgebiet für uns als Waldbesucher? Schlicht und ergreifend dasselbe wie im Nationalpark. Was dürfen wir da durchlaufen und Natur genießen? Auf Bank sitzen bleiben, auf Weg sitzen bleiben, theoretisch auch neben dem Weg sitzen bleiben. Ja, Ende. Ne? Also wir dürfen keine Pilze sammeln, keine Wege verlassen, nicht übernachten, kein Feuer machen, sowieso nicht, darf man nirgends. Und ja, im Grunde ist es das dann auch im Wesentlichen. Ne? Also außer durchlaufen und Natur genießen ist da nichts. Dafür ist es meist nur eine kleine Fläche. Dummerweise in diesem Fall, wenn man sich jetzt nur die Naturschutzgebiete anguckt, hätte man das Gefühl, drumherum ist alles safe. Deswegen ist es halt ebenso wichtig, auch immer mal zu gucken, welche anderen Schutzkategorien noch da sind, weil drumherum ist keineswegs alles safe, sondern genauso verboten. Daher ist es hier im Grunde einfach aus historischen Gründen, aus Entwicklungsgeschichte dieser Landschaft und des Schutzstatus dieser Landschaft und da wir halt nun mal Deutschland sind, etwas komplizierter. So, ganz spannend ist jetzt allerdings, normalerweise oder in vielen Fällen kann man sich ziemlich sicher sein, dass wenn man hier in der amtlichen BFN-Karte, ich packe den Nationalpark nochmal dazu, Wege findet, die hier eingezeichnet sind, dann sind die häufig offizielle sogenannte Wege und haben diesen Status auch. So, in vielen Fällen kann man jetzt, wenn man versuchen will, rauszufinden, ob man denn nur bei einem Weg drüber laufen darf oder nicht, weil man ja nur Wege betreten darf in Schutzgebieten, kann man in vielen Fällen diese Karte verwenden. Da sind dann die konkreten Wege eingezeichnet, die man verwenden darf. Die nimmt man dann, alles super, alles prima, Problem gelöst. So, nur
Hin und wieder kommt es auch mal vor, dass sich daran eben was ändert, beziehungsweise ein eigentlich ziemlich umfangreiches Wegenetz, so wie hier, reduziert wird aufgrund von erweiterten Naturschutzmaßnahmen. So passiert hier im Nationalpark. Und zum Beispiel dieser Weg, ich hoffe, ihr könnt meinen Mauszeiger sehen, solltet ihr aber eigentlich, dieser Weg hier insbesondere, der ist hier noch als offizieller Weg eingetragen. Man hätte das Gefühl, man könnte da langlaufen oder gar dieser Weg hier, ja, dass man da dann langlaufen könnte, um zum Beispiel hier hinten noch rumzulaufen und so weiter und so fort und zu gucken, was da ist. Die sind aber tatsächlich alle nicht mehr Teil des offiziellen Wegenetzes. Die sind zwar noch ein Weg laut dieser Karte, dürfen aber nicht mehr begangen werden. Und das kann einem eben trotz der Tatsache, dass man hier diese schöne Schutzgebietskarte hat, passieren, dass man in so ein Gebiet dann kommt und sich denkt, ja, aber in der hochoffiziellen Karte sind doch diese Wege drin, dann kann ich da doch lang. Man aber im Schutzgebiet beschlossen hat, die Wegedichte insgesamt einfach zu reduzieren. All diese Wege hier gibt es quasi nicht mehr. Die sind im Grunde weg. Die existieren nicht mehr, auch wenn sie de facto physisch schon noch vorhanden sind. Wenn du da hinläufst, findest du da schon noch was, was ein Weg ist. Nur sind sie erstens gesperrt und zweitens wachsen sie auch tatsächlich langsam zu. Man sieht ihnen also auch schon an, dass die nicht mehr so ganz häufig benutzt werden, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Und das ist schade, dass das in dieser Karte nicht drin ist. Und da muss man sich einfach gegebenenfalls auf Überraschungen gefasst machen, wenn man in dem Gebiet unterwegs ist. Das kann einem auch mal in einem normalen Naturschutzgebiet passieren, da ist es aber erheblich seltener der Fall. Hier allerdings ehrlich gesagt auch schon wieder schon, weil zum Beispiel dieser Weg hier, der existiert auch schlicht und ergreifend gar nicht. Den gibt es nicht. Ja, der ist hier eingezeichnet, aber den gibt es wirklich überhaupt nicht. Und ja, das macht die Sache schon ein bisschen bestenfalls interessant. Beziehungsweise, sofern man ihn als Trampelpfad noch irgendwie begehen möchte, obwohl er eigentlich gar nicht existiert, dann hat er nochmal extra Schilder, dass man ihn nicht begehen darf. Aber ja, ne? Also, das nur so mal als Beispiel. Okay, wir zoomen, beziehungsweise jetzt gucken wir spaßeshalber mal zwischendurch bei Google Maps. Ob da die Wege auch so eingezeichnet sind, beziehungsweise ein Unterschied zwischen Google Maps und unserer BFN-Karte hier ist ganz spannend. So, und da sind wir auch schon hier wieder bei unserem Ruhestein. Der ist hier unten quasi, das ist das Nationalparkzentrum. Hier ist dieser kleine Zipfel, den unser Naturschutzgebiet ausformt. Und wir haben hier jetzt eben auf Google Maps zwar auch den Hinweis, das große Ruhesteinschanze mit diesem grünen Dingens, Sportanlage, aber auch gleichzeitig irgendwie was Naturschutzmäßiges zu sein scheint. Dass hier irgendwie so halbwegs was Naturschutzmäßiges zu sein scheint. Und Nationalparkzentrum klingt auch für aber so mal ganz generell, was hier tatsächlich grün ist, ist der Nationalpark, aber das weiß man nicht so genau, weil das Grüne können auch Naturschutzgebiete sein, zum Beispiel hier unten, das ist nur ein Naturschutzgebiet, das ist nicht mehr Nationalpark. Also dunkelgrün in normalgrün, viele Naturschutzgebiete sind bei Google Maps verzeichnet, viele, nicht alle. Zum Beispiel. Ja, hier fehlt zum Beispiel das Naturschutzgebiet Kniebis. Wenn man da näher hinzoomt, wird es immer noch nicht grün, aber tatsächlich ist hier mehr oder weniger der gesamte Bereich des Dorfes, hier der untere Bereich des Dorfes, eigentlich ein Naturschutzgebiet. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht mehr drin. Ne? Aber gut, daher darf man sich auf Google Maps auch nicht verlassen in dieser Hinsicht. Nicht, dass Google Maps nicht durchaus hilfreich wäre für vieles, aber da jetzt nicht. Und hier sind jetzt eben auch tatsächlich weniger Wege eingezeichnet, weil dieser Weg hier, Liftruhestein 2, ist hier eben tatsächlich Liftruhestein 2 und nicht etwa ein Weg. Und das sieht man halt eben in dieser Karte hier nicht wirklich, dass das ursprünglich bloß ein Lift sein sollte. Und man könnte das Gefühl haben, es ist ein Weg, weil es ist wirklich nicht erkennbar. Zumal die gleiche Linienführung teilweise hier auch Kurven macht und so weiter. Und dann kann es ja kein Lift sein, wenn der eine Kurve macht und, und. Da kann also schon durchaus Verwirrung gestiftet sein. Beziehungsweise es handelt sich um eine Piste und die ist dann nur im Winter und davon abgesehen sowieso nicht begehbar, sondern höchstens befahrbar und, und. Also da gibt es verschiedene Problemchen. Tatsächlich ist der offizielle Weg, das kann ich euch sagen, weil ich es weiß, darum nehmen wir ja auch so eine Ecke, wo ich mich auskenne, dieser hier, zack, und dann hier abbiegen, zack, und hier oben, zack, und dann hier, zack, und da, und ja, dann, ich glaube, nochmal,
Entschuldigung, nochmal oben rum und das wollte ich gar nicht. Dann hier lang und irgendwie so in diese Richtung. Ja, das ist der offizielle hier lang. Ne? Also der hier existiert nicht mehr, der hier existiert nicht mehr. Aber die ganzen Wege, die über den Skihang angeblich drüber führen, inklusive diesem da, ja, also das ist der einzige, den es angeblich geben soll, der hier auf Google Maps noch angemerkt ist, existiert auch nicht. Dieser hier, ne? Also nicht wirklich zumindest. Und hier haben wir halt also bei weitem mehr Wegenetz. Wir haben auch noch hier diese zwei Wege. Gucken wir dann nochmal bei Google Maps. Ja, doch, die gibt es offiziell noch. Die sind aber auch nicht begehbar. Also es ist kompliziert, vorsichtig ausgedrückt. Beziehungsweise dieser hier ist begehbar. Der sah nicht, glaube ich. Ah, ich weiß es nicht. Ja, also da kommt man irgendwann dann vielleicht selber mal durcheinander, selbst wenn man sich gut auskennt. Gucken wir mal. Okay, dann war das hier der begehbare. Hier der da, ne? Und der da tatsächlich früher mal auch. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Es werden immer weniger Wege, die begangen werden dürfen im Nationalpark. Nochmal, ich will darüber mich gar nicht beschweren, aber ja, es kommt da hin und wieder mal eben zu einer gewissen Verwirrung, wenn man die beiden Karten miteinander vergleicht. Sollte man eben also auch tun. Wege, die auf beiden Karten existieren, wie zum Beispiel jetzt hier diese beiden Straßen. Ja? Die sind in häufigen Fällen dann auch tatsächlich wirklich existent. Deswegen ist der Vergleich von Google Maps und Schutzgebiete in Deutschland durchaus eine sinnvolle Sache. Wer dann noch eins weitergehen möchte, kann zum Beispiel auch noch Open Topo Maps besuchen. Open Street Maps ist dasselbe, nur Open Topo Maps ist halt topografische Karte, ist für Wanderer interessanter als Street Maps, ne? Wir wollen ja nicht Street, wir wollen ja Wanderwege. So, ja, also das ist jetzt einfach nur mal so zum generellen Vergleich. Und im Grunde wissen wir jetzt damit, dass wir hier auf unsere Karte geguckt haben, dass es so gut wie keinen Bereich gibt, außer zum Beispiel hier. da ist aber alles Siedlungsgebiet, ne? Da sind Gebäude und so weiter und so fort. Und davon abgesehen ist das hier eine Kuhweide und auch gezäunt. Da kommt man also auch nicht auf die Fläche. Ja, da kann man also nicht wirklich erwarten, dass man hier irgendwo ein Plätzchen findet. Und das hier ist eine Skisprungschanze zum Beispiel. Da kriegt man keine wirklichen Flächen. Das ist inzwischen alles das Nationalparkzentrum. Da ist der Vorgarten vom Nationalparkzentrum, wo man irgendwie im Wald irgendwas machen könnte. Ja? Also abseits der Wege und so weiter und so fort. Das muss man also ganz klar wissen. Selbst wenn hier ein Loch in der Karte drin ist, man sollte also die Grenzen schon großzügig auslegen und dann nicht was weiß ich was planen. Gut, ja. Aber jetzt zoomen wir absichtlich noch mal ein wenig raus. Ansonsten, wenn wir jetzt nur diese beiden Kategorien eingeblendet lassen, nämlich Naturschutzgebiete und Nationalparke, haben wir doch noch jede Menge Platz hier, wo man eben einfach so tun und lassen kann, was man möchte, soweit es halt eben, wie gesagt, generell möglich ist, im Walde jede Menge Platz. Jetzt ist das hier allerdings auch der Schwarzwald und eines der dicht bewaldetsten und die dünn besiedelsten Ecken von Deutschland. Das sieht dann schon noch mal ein bisschen woanders aus, wenn man woanders hingeht. Das machen wir dann gleich. Aber der Spaß ist halber noch die anderen Schutzgebietskategorien. Haben wir hier Biosphärenreservat? Nö, haben wir schlicht nicht. Müssen wir raussuchen. Wo ist denn eins? Da ist eins. Ja? Soll heißen, Biosphärenreservate sind selten. Die sind so ein bisschen der kleine Bruder vom Nationalpark. Und häufig unterteilen die sich auch nochmal in Zonen, also so ähnlich hier wie mit der Nationalpark mit seinen verschiedenen Zonierungen innerhalb des Schutzgebietes, hat das auch ein Biosphärenreservat mit dem Unterschied, dass ein Biosphärenreservat häufig wirklich nur in der relativ kleinen Kernzone ein Betretungsverbot, ein vollständiges Betretungsverbot der Landschaft hat. Und alle anderen Bereiche dürfen normal betreten werden, beziehungsweise sind ungefähr mit einem Landschaftsschutzgebiet gleichzusetzen, so in etwa. Ja? Das heißt, es ist ein Riesending und man kriegt schon Angst, aber ja, normalerweise wäre das da kein größeres Hindernis. Aber hier muss man jetzt auch wieder, weil es halt nun mal kompliziert sein muss in Deutschland, unterscheiden, von welchem Biosphärenreservat reden wir denn. Ein zum Beispiel prominenter Fall ist der Pfälzerwald. Der Pfälzerwald ist wunderschön und das komplette Gebiet, wie ihr seht, das ist wirklich groß, ist ein Biosphärenreservat. Darum gibt es da auch wenig andere Schutzgebiete, weil es ist ja eh schon Biosphärenreservat. Beziehungsweise ich vermute mal, dass es wenig andere gibt. Machen wir mal National und ja, seht ihr? Also Naturschutzgebiete drumherum.
Nationalpark weit und breit keiner. Biosphärenreservat spricht schon mal für sich. Das heißt, da braucht es keine extra Schutzgebiete, die das Ding nochmal verstärken, weil das reicht ja schon. Mit wenigen Ausnahmen, hier unten hat es noch ein paar extra Naturschutzgebiete im Biosphärenreservat. Wahrscheinlich auch noch irgendwelche Relikte von früher, so ähnlich wie die Naturschutzgebiete, die quasi mitten im Nationalpark, im Loch im Nationalpark liegen. Wir sind Deutschland, ne? Es ist kompliziert. So, der Pfälzerwald ist jetzt zum Beispiel ein Biosphärenreservat, in dem grundsätzlich nicht wild übernachtet werden darf. Also auch nicht einfach nur auf einer Plane unterm Sternenzelt liegen und gute Nacht, sondern gar nicht. Was dafür geht, und das ist auch der Grund, weshalb man überhaupt nicht wild übernachten darf im gesamten Gebiet, auch wenn es aus naturschutztechnischer Notwendigkeit wahrscheinlich nicht unbedingt gegeben wäre, dass es dieses Verbot gibt. Was aber geht, sind Trekkingplätze. Also offizielle Übernachtungsstellen mitten im Wald, die man vorher reservieren kann. Und dann kann man da nächtigen. Das kostet 10 Euro die Nacht. Man darf sogar zelten. Damit ist der im Wald nächtigen Tourismus irgendwo abgedeckt. Es ist möglich. Man kann damit auch einen schönen, langen, wirklich schönen Wanderweg zurücklegen und draußen pennen, als würde man eine Trekkingtour in, weiß ich nicht, Skandinavien, Schottland, den USA, großen Teilen der USA oder sonst wo machen. Also wirklich eine schöne, schöne Möglichkeit. Möglichkeit für Wanderer, aber eben weil das ermöglicht wird, ist die Wildcamperei quasi oder der kleine Teil des Wildcampens, der in Deutschland zumindest mal nicht verboten ist, ist damit auch gecancelt. Also ist so ein Sonderfall. Daher Biosphärenreservate kommt es immer drauf an. Zum Beispiel in dem Schwäbische Alb, meines Wissens gibt es da keine besondere Regelung außerhalb der Kernzone, dass da generell der längere Aufenthalt im Walde verboten wäre. Im Pfälzer, müsste ich mich aber auch nochmal schlau machen, ob sich da was geändert hat. Ja, also mein letzter Stand ist nicht. Im Pfälzerwald schon. So, jetzt sind wir schon hier in der Ecke und machen den jetzt spaßeshalber mal wieder aus. Die anderen lassen wir an. Und kommen zu unserer nächsten Kategorie, nämlich den Naturpark. Hier Naturpark, blenden wir ein. Und passiert nichts. Das kann nicht sein. Da müssen wir noch mal etwas rauszoomen. Tatsächlich, da gibt es keinen. Hier kommt der nächste, beziehungsweise da kommt der nächste, beziehungsweise zurück in den Schwarzwald. Dann sehen wir, der gesamte Schwarzwald ist ein Naturpark. Oh Schreck, jetzt habe ich doch gerade gesagt, im Schwarzwald, abseits des Nationalparks und abseits der kleinen Naturschutzgebiete ist alles in Ordnung. Da kann man sich tummeln, da kann man, ups, da wollte man nicht hin. Ach komm, die Karte ist doch. Mein Computer und diese Karte mögen sich nicht. Die Karte ist schon gut. So, aber ja, der komplette Schwarzwald ist eben Naturpark. Das heißt, im kompletten Schwarzwald darf man jetzt gar nichts, oder? Richtig, genau. Also fertig. Hat sich erledigt mit draußen sein in Deutschland. Alles verboten, alles verboten. Naturparke können wir vollständig ignorieren. Ende. Ja, da gibt es nichts weiter zu sagen. Das ist im Grunde ein Tourismus, der Landschaft, Förderungsverband, der gleichzeitig im Einklang mit der Natur das Naturerlebnis fördert und was weiß ich. Das ist schon offiziell eine Kategorie, die in der Karte drin steht, aber mit einem Naturpark, mit dem Vorhandensein eines Naturparks, gehen keinerlei Einschränkungen für den Naturbesucher einher. Gar keine. Null. Ja, also das können wir völlig ignorieren, ob wir im Naturpark nächtigen wollen oder im Standardwald ohne Naturpark nächtigen, das spielt überhaupt keine Rolle. Also Biosphärenreservate wichtig, Naturparke ignorieren. Vollständig, ja. Sie sind höchstens auch wieder für touristische Zwecke interessant. Wenn du im Naturpark so und so unterwegs bist, findest du wahrscheinlich da eher was Schönes zum Angucken, als wenn du nebendran im Gar-nix-Gebiet unterwegs bist. Gut, Landschaftsschutzgebiet. Zack. Boing. Folgen sehr gerne Gewässern, daher häufig eben in der Karte hier schön zu sehen, häufig entlang des Gewässerverlaufs gibt es aber auch großflächig. Und Landschaftsschutzgebiete haben für den Wanderer tatsächlich auch überhaupt keine Bewandtnis. Das ist also auch oft der Fall, dass du aus dem Naturschutzgebiet quasi rauskommst und dann hinterher im Landschaftsschutzgebiet stehst und das Gefühl hast, jetzt darfst du immer noch nichts. Außerdem führt zu Verwirrung, dass das Schild für Naturschutzgebiete, zumindest mal in Süddeutschland, ist ein auf dem Kopf stehendes Dreieck mit grünem Rand und einem Geier in der Mitte, also ein Adler, irgendein Vogel halt, was weiß ich. Und ja, drunter steht Naturschutzgebiet.
Das offizielle Schild für ein Landschaftsschutzgebiet ist genau dasselbe Schild, nur steht unterm Vogel drunter Landschaftsschutzgebiet. Man muss also des Lesens mächtig sein, um diese beiden Schilder auseinanderhalten zu können. Daran kann es ja auch schon mal scheitern. Und das führt dann wiederum dazu, dass gerne mal das beides gleichgesetzt wird und man den Unterschied nicht kennt. Tatsächlich ist es aber so, dass im Landschaftsschutzgebiet lediglich der Charakter der Landschaft geschützt ist, beziehungsweise die einzigartige Schönheit der Landschaft. Bedeutet, du darfst keinen Graben ziehen, kannst nicht Panzer fahren, nicht einen großen Turm aufstellen, den Wald nicht abholzen und Moore zum Beispiel nicht trockenlegen, so ein Zeugs. Ja, und auch nicht einen Supermarkt mit in die Landschaft stellen. Für den Wanderer null Bewandtnis können wir ignorieren. Und nationale Naturmonumente, ich vermute mal, das soll dasselbe sein wie Naturdenkmal. Klicken wir an, passiert nichts. Und in diesem Fall liegt es daran, dass da nichts passiert, daran, dass die Dinger so gut wie nicht vorhanden sind. Ja, also die sind so selten, ihr könnt ja mal bei euch suchen, ob ihr welche habt. Aber wenn die mal vorhanden sein sollen, dann muss man auch näher ranzoomen, weil die sind winzig. Ja, dann kann man ja versuchen, da nochmal kurz 5 Meter links neben vorbei, daneben vorbeizugehen. Die sind wirklich winzig. Das sind Kleinst-Naturschutzgebiete sozusagen. Die sind zwar schon Naturschutzgebiete, aber einfach so winzig, dass das spielt keine Rolle. Ja, so. Also, bleiben wir bei unserem Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat mit gewissen Einschränkungen. Den Rest können wir ignorieren. Machen wir das Biosphärenreservat nochmal dazu und zoomen raus. Und jetzt haben wir hier eben einen Flickenteppich durch Deutschland. Es gibt Regionen mit großen Biosphärenreservaten. Es gibt die kleinen Nationalparke, hier Bayerischer Wald, hier unten Berchtesgaden, Nationalpark Berchtesgaden, Nationalpark Schwarzwald, Saar-Hunsrück. Der ist ziemlich neu. Oder ist das der da oben? Nee, das müsste der hier sein. Da oben, keine Ahnung, wie der, ist das die Eifel? Ja, das ist natürlich die Eifel, logischerweise. Hier haben wir den sogenannten Kellerwald, glaube ich. Was ist das? Ist das schon der Harz? Nein. Was bist du? Ich äußere mich gerade als geografische Pflaume. Nein, das ist der Kellerwald. Dann ist das da hinten der Hainich. Entschuldigung, das ist der Hainich. Und ja, ist ja wurscht. Wir müssen jetzt nicht jeden Nationalpark benennen. Ja, ihr seht, die Karte und ich. Hier oben ist alles voll mit Nationalpark. Das ist Wattenmeer, ne? Und dann haben wir relativ, hier haben wir nochmal das der Ostsee rund um Rügenbereich, auch ein Meeresnationalpark. Und dann haben wir hier zum Beispiel tatsächlich den, wie heißt er denn? Hab's vergessen. Aber ja, hier zum Beispiel Elbsandsteingebirge, da wo es gebrannt hat neulich. Und wir sehen, wenn wir uns mal Gesamtdeutschland angucken und die Küste aussparen, es hält sich in Grenzen. Es hält sich wirklich in Grenzen. Tatsächlich gibt es so ein bisschen ein Bundesland und weshalb da häufig eben Verwirrung aufkommt, in dem es sich nicht in Grenzen hält. Und das eine gewisse Sonderfunktion hat, nämlich hier wird es nämlich schon ziemlich rot. Das ist mehr oder weniger Nordrhein-Westfalen und seine nähere Umgebung. So, und jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Sollen die Einwohner Nordrhein-Westfalens gegängelt werden? Okay, das ist jetzt noch Göttingen. Ja, wie gesagt, Karte. Karte und ich, ne? Ich erzähle erstmal. Nämlich, grundsätzlich ist es so, dass der Schutz der Natur umso notwendiger wird, je weniger Natur vorhanden ist. Weil wenn nur noch wenig Natur vorhanden ist, dann muss eben die, die noch da ist, auch bitte gern erhalten bleiben, damit es wenigstens noch irgendwelche Natur gibt. Die Logik, die man also häufiger mal hin und wieder lesen kann, wenn sich jemand über Naturschutzgebiete beschwert, dass es davon ja so viele gibt und alles ist Schutzgebiet und nirgendwo gibt es ein Menschenschutzgebiet, nur noch Naturschutzgebiet. Gebiet und so weiter, liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass wenn man das letzte bisschen Natur in einer super dicht besiedelten Ecke eben nicht schützt, dann ist es bald weg. Und mitunter, nach dem, was man so lesen kann, ne, hilft auch der Schutzstatus noch nicht mal besonders viel. Und wir bewegen uns daher jetzt mal so langsam. Jetzt hat sich das Teil komplett aufgehangen. Sekunde. So, und jetzt gehen wir spaßeshalber einfach mal nach Köln. Wenn wir hier jetzt mal Köln mit Google Maps angucken und zwar mit der Kartenansicht, dann sehen wir hier rechts ist alles grün. Wunderbar, das ist auch schön, kann ich empfehlen. So, blöd, Köln selber erstmal wenig grün.
Jetzt ist das grüner, als man erwarten würde, und generell gibt es mehr Grünflächen im Pott bzw. im Ruhrgebiet, als man denkt, also als Nicht-Ruhrgebieter. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem die mit Abstand dicht besiedelte Ecke von Deutschland, und da gibt es einen Haufen Menschen auf wenig Platz vergleichsweise. Das ist so. Ja, das wollt ihr gerne mal manchmal nicht hören, aber das ist trotzdem so, und verglichen mit bei mir im Schwarzwald ist bei euch einfach voll. So, und das führt eben dazu, dass diejenigen, die trotzdem Spaß an Natur haben, und das sind ja auch diejenigen, die meine Zuschauer sind, gerne mal in die Natur rausgehen. So, und tatsächlich ist das nächste grüne, so richtig schön dunkelgrüne Fleckchen zum Beispiel das da oder das da, wobei ich mir nicht sicher bin, hier Phantasialand, ich weiß nicht, keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt nicht aus, und auch südlich von Bonn, Kottenforst, Waldville, ne, sieht alles prima aus, scheint so, als wäre das ein schönes Naherholungsgebiet, ist es auch. So, aber weil jetzt hier so furchtbar viele Leute wohnen, Köln, Bonn etc. pp., führt das dazu, dass in eben diesen schönen Naherholungsgebieten eben auch ein Haufen Leute dann eben Erholung suchen. Und jetzt muss man halt irgendwie versuchen, entweder zu sagen, ja gut, dann sollen sie sich so lange erholen, bis sie die Natur zerstört erholt haben, sozusagen. Oder man stellt sie halt unter Naturschutz. Und das hilft ja auch nur begrenzt, wenn man sich anguckt, wie viel Müll da teilweise rumliegt. Inzwischen war ich auch mal da und kann bestätigen, ja, also im Vergleich zu dem bisschen Müll, also ich kann pro Tag im Wald, sagen wir mal, jeden 10. Waldbesuch finde ich vielleicht einen winzigen Fetzen Plastik, den ich rausbringen kann. Einen winzigen Fetzen. So irgendwas in der Kategorie wie Schokoriegel aufgerissen, oberer Teil der Verpackung ist runtergeflogen, wurde liegen gelassen. So ein Fetzen, alle 10 Tage ungefähr. Ja, hier liegt da teilweise wirklich der Müll im großen Umfang rum, in diesen Gebieten. Ja, und das können mir die Anwohner bestimmt bestätigen, dass das leider so ist. Nur mal so als Beispiel. Ja, daran ändert der Naturschutzgebietstatus nicht unbedingt was, aber wenn es den Naturschutzgebietstatus nicht gäbe, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht besser. Das darf man auch nicht vergessen. So, und jetzt gucken wir hier nochmal auf die Schutzgebietkarte und sehen tatsächlich alle dieser großen Waldgebiete, die wir jetzt da gerade gesehen haben, die sind gleichzeitig auch Naturschutzgebiet. Bedeutet, in diesen großen Waldgebieten, wenn man jetzt irgendwie zur Erholung in den Wald raus möchte und Pilze sammeln möchte oder sonst was möchte, dann hat man da das Problem, dass man da halt nichts darf. So, und das führt jetzt häufig zu jede Menge Zorn und jede Menge Unverständnis seitens der Bevölkerung, dass das halt eben so ist. Zum Beispiel eben insbesondere eben neben Köln das eine, hoppla, größere ja, Gebiet, das tatsächlich grün ist, beziehungsweise Wald ist, ist halt durchgehend Naturschutzgebiet, ist aus historischen Gründen total von Wegen durchzogen. Und da wir jetzt wissen, dass wir unserer Karte hier nicht vertrauen dürfen, was die Begehbarkeit von Wegen angeht, führt das halt hin und wieder gerade zum Beispiel in diesem Gebiet zu großer Verwirrung und großer, ja, teilweise auch großem Zorn, eben weil da kein Mensch so genau weiß, wo darf ich denn jetzt lang gehen und wo nicht. Ja, und das ist halt eben auch nochmal so eine kleine Schwäche dieser Karte, und drum ist die auch so relevant, aber man kann sie schon so ein bisschen dran orientieren. Ja, aber ich habe halt eben viel, viel Ärger in Anführungszeichen, beziehungsweise viel Widerspruch bekommen. Widerspruch ist das schönere Wort. Zu meiner Aussage, Naturschutzgebiete sind total selten und um die kann man doch einen Bogen machen, wenn man in der Natur irgendwas treiben möchte. Ja, leider sind sie eben nicht total selten, wenn man das Problem hat, in Bonn zu wohnen oder in Köln oder halt irgendwo hier, ihr seht's. Ja, das ist halt nun mal viele, viele, viele Leute, wenig, wenig, wenig Natur. Jetzt muss man halt eben einfach für sich selber beschließen, wie man damit umgehen möchte. Kann man da jetzt mit leben? Muss man groß umziehen? Muss man sich furchtbar aufregen, dass die Natur hier geschützt ist? Ich persönlich, als Nicht-Betroffener, der ich im Grünen hocke, also wirklich massiv im Grünen, habe da natürlich gut reden, ja? Der Ehrlichkeit halber, muss man da schon sagen. Aber für die Natur, die uns ja der Grund ist, weshalb wir überhaupt raus ins Grüne gehen, weil wir es da schön finden, weil wir die Natur schön finden und wir dies ja auch erhalten haben wollen, ist diese Lösung hier definitiv die beste, die man hat treffen können. Ob die jetzt funktioniert, ob die Naturschutzgebiete funktionieren und da keiner seinen Müll reinwirft und solche Gespieße, das ist nochmal eine andere Fragestellung. Das ist viel Gebiet, wo viele Leute drin rumrennen, wo du mitten im Wald stehen würdest als Kontrolleur und müsstest da die Leute darauf hinweisen, dass sie ihren Müll da nicht hinschmeißen sollen. In der heutigen Zeit, wo die Aggressivität in der Welt eher zunimmt, auch in Deutschland, ich weiß nicht, ob man den Job gerne machen wollen würde. Ja, das spielt da auch nochmal mit eine Rolle. So, spaßeshalber, folgendes.
Naturschutzgebiete gibt es hier also reichlich. Ja? Aber es gibt auch Bereiche ohne. Hier zum Beispiel Lohmar, da südlich, da drunter, da wird man schon das eine oder andere Eckchen finden, wo man mal ein bisschen vom Weg runtergehen kann. Oder hier Eitorf, nördlich von Eitorf, da findet man auch jede Menge Gebiete, wo man mal ein bisschen vom Weg runtergehen kann. Oder Neunkirchen Seeschleit, da drumherum. Ne? Das ist ziemlich dicht besiedelt, wie überall da in der Ecke, aber da gibt es schon mal Grünflächen, wo man mal ein bisschen einen Pilz suchen kann. Sowas in die Richtung. Also wenn man wirklich weiß, wo denn konkret die Naturschutzgebiete sind, das sind häufig auch die Gebiete, wo eben die vielen, vielen Leute auch unterwegs sind, dann kann man dazu schon noch mal was finden, wo das eben nicht der Fall ist. Oder hier, da sind zum Beispiel sämtliche Täler vor allen Dingen Naturschutzgebiete hier in dieser zerstückelten Landschaft. Und wenn man da eben nicht direkt in den Tälern, sondern an den Tälern entlang, außerhalb des Naturschutzgebietes rumschleicht, dann ist man auch wieder safe und macht zumindest nicht allzu viel kaputt. Biosphärenreservate gibt es nämlich erfreulicherweise keine hier in der Ecke. Naturparke selbstverständlich, aber die können wir ja ignorieren, wie wir wissen. Landschaftsschutzgebiete, und das führt ja auch zu viel Verwirrung, ist es nicht Naturschutzgebiet, ist es Landschaftsschutzgebiet. Das bedeutet einfach, was da noch an Natur bzw. Urlandschaft, halbwegs Naturlandschaft, halbwegs. Naturlandschaft gibt es da gar keine mehr eigentlich. Aber was da noch da ist, ist immer Landschaftsschutzgebiet, damit die Landschaft und der Charakter der Landschaft als solche erstmal geschützt ist. Das ist super. Darüber wird sich doch kein Mensch ernsthaft beschweren wollen, dass das bisschen Grün hier in der Ecke wirklich auch noch grün bleiben soll. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gut. Ja? Also man muss sich jetzt halt wirklich die Mühe machen, wenn man zum Beispiel hier in diesem großen, 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 roten Ding, das ist eines der größten Naturschutzgebiete Deutschlands, und das dürfte das Siebengebirge sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn man da jetzt unterwegs sein möchte, zum Beispiel, man läuft da hier aus Bonn raus und läuft dann hier durch dieses Naturschutzgebiet und will da unten irgendwo wieder raus und man möchte unterwegs möglicherweise sogar draußen übernachten. Ja, jetzt kann man halt mal anhand dieser Karte gucken, wo könnte denn das möglicherweise möglich sein. Zum Beispiel, man kommt bis hier und geht dann hier einfach über die Grenze, ja, ins Landschaftsschutzgebiet, und da dürfte wahrscheinlich kein Wald sein, sondern eher Felder. Aber potenziell kannst du dich dann wirklich direkt hinter der Grenze da unter den nächsten Busch legen, wenn das für dich dann kein Problem ist. Aber du wärst nicht mehr im Schutzgebiet, du hättest den Charakter des Schutzgebietes nicht verletzt und ja, kannst dann da halt eben in Gottes Namen dann vielleicht nicht die Nacht deines Lebens haben, aber es geht. Man kann da also auch in mehreren Tagen durchwandern und potenziell irgendwelche Eckchen finden. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ich war da noch nie. Ja? Also hier jetzt konkret an dieser Stelle. Aber es geht. Ja? Es geht schon. Oder man macht halt dann doch eben die Variante, dass man sich in Oberdollendorf irgendeine Unterkunft sucht, falls da welche gibt, in Königswinter oder wie auch immer, dass es dann halt eben einfach mal keine Übernachtung in der Natur sein muss. Das ist ja für die meisten von uns auch eine zumindest hin und wieder mal erschwingliche Möglichkeit. Ja, oder da hinten und so weiter. Und sonst, ja, fahrt halt ein Stückle mit der Bahn. Ich kann also wirklich die Aufregung schwer nachvollziehen, dass es ja unbedingt notwendig sein müsse, im Siebengebirge übernachten zu dürfen und so weiter. Ja, davon abgesehen, hier unten drunter gibt es plötzlich kaum noch Naturschutzgebiete. Und das ist doch alles gut, einigermaßen gut erschlossen mit öffentlichem Nahverkehr. Viele von uns haben ja auch ein Auto. Dann fährt man einfach hier ein Stückchen weiter runter und siehe da, alles, was an Grünfläche zur Verfügung steht, ist safe. Da kann man dann problemlos übernachten. Dann machen wir das Biosphärenreservat, Spaß aber nochmal weg, dann sehen wir auch den Unterschied. Hier ist auch kein Biosphärenreservat. Also hier hast du freies Spiel. Ja, für längere Waldpläne, für krasse Dinge, die man im Wald tun möchte, übernachten, wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, 63 Stunden am Stück im Wald sitzen, um sich darüber klar zu werden, welches Totemtier man eigentlich hat und solche Späße. Ja, das kann man alles problemlos hier im Süden machen. Das ist nicht so weit weg. Das kann mir keiner erklären, dass das so unbedingt notwendig wäre. Es ist aus meiner Sicht, auch wenn ich jetzt wieder Ärger bekommen werde, ist es halt nun mal notwendig. Wenn man wo wohnt, wo einfach jeder wohnt gefühlt, dann hat jeder von den vielen, vielen, vielen eben auch nicht den Anspruch, jetzt trotzdem noch einen Kilometer Urnatur vor der Haustür haben zu wollen, beziehungsweise zu dürfen und da machen zu dürfen, was er möchte, weil wenn das jeder macht und das passiert hier, dann ist die Natur bald vollständig weg. So, also.
Nur, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. Aber wie gesagt, man kann mit dieser Karte grob mal planen, wo man etwa hin möchte. Was man nicht kann, in einem Naturschutzgebiet sicher einschätzen, welcher Weg ist und wie man da am besten durchkommt. Da bleibt also noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor sicherlich erhalten. So, gucken wir nochmal auf Google Maps. Da sehen wir ja auch nochmal, also hier unterhalb von Bonn, also hier der Bereich, der nur noch Landschaftsschutzgebiet ist, da sieht es auch wunderbar grün aus. Da kann man richtig Rheinbacher Wald, der ist glaube ich noch Naturschutzgebiet, aber hier unten, da kann man richtig viel anfangen. Man kann RCN-Camping, RCN-Laacher See machen und was weiß ich was alles. Ja, also da gibt es schon Möglichkeiten. Davon abgesehen, in der Ecke war ich auch schon häufig unterwegs und ich hatte da eigentlich nie Probleme, irgendein schönes Plätzchen im Walde zu finden. Wenn auch tatsächlich ich das Siebengebirge hier. Ja, so heißt es tatsächlich, ehrlich gesagt, kaum kenne. Ist sicher wunderschön, keine Ahnung, keine Frage. Mit zum Verwechslungsgefahr trägt wahrscheinlich hierbei, dass wenn man das hier mal so anklickt, dann nur Landschaftsschutzgebiet drunter steht. Und das ist natürlich Käse, das ist alles Naturschutzgebiet. Daher, ja, vielleicht führt das auch mit zu einer gewissen Verwirrung. Gut. Das wär's. Ja, also vielleicht war das jetzt irgendwie ein bisschen hilfreich. Jedenfalls, ihr könnt mit der Karte bei euch so viel rumexperimentieren, wie ihr wollt. Übrigens hier nördlich von Siegen, so mehr oder weniger hier ums Rothaarkamm und Wiesentäler. Da gibt es auch jede Menge wunderschöne Waldgebiete. Abseits der toten Fichten, die da derzeit überall rumliegen, der Fairness halber. Aber das hier alles, das ist alles ein wunderbares Gebiet, wo man prima wandern gehen kann, wenn man halt eben mit den toten Fichten kein Problem hat. Aber dafür kann ja der Naturschutzstatus nichts, sondern das hat andere Ursachen. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf unsere BFN-Karte gehen und hier eben mal hochgucken, seht ihr? Also da ist reichlich. Grün, Landschaftsschutzgebiet, aber nur wenig Naturschutzgebiet zwischendrin. Also die kann man umgehen. Auch da oben, ne? Hier, also hier gerade so da so drin. Da kann man sich schon wirklich tummeln. Da gibt es schon Möglichkeiten. Nationalparke gibt es da auch nirgendwo. Also ja, man kann, wenn man in Bonn wohnt, kann man nicht zur Tür rausgehen und im Wald tun, was man lustig ist. Das gleiche gilt für Köln oder sonst irgendwo im Ruhrgebiet. Dafür ist es einfach zu dicht besiedelt. Das ist wie wenn nur New Yorker auf die Idee kommen würde, jetzt im Center Park campen zu wollen und solche Sachen, was die wahrscheinlich hin und wieder mal tun, keine Ahnung. Aber ja. Ich glaube, die Botschaft war soweit klar. Ich hoffe, ihr habt kapiert, wie dieses Ding hier funktioniert. Und immer noch den Vergleich eben zu Google Maps machen. Und dann kommt man damit eigentlich ganz gut zurecht. Ja? Und man muss sich einfach merken, im Zweifelsfall, wenn man diese Karte nicht auf dem Handy aufgerufen bekommt oder zu schlechten Empfang hat, bis wohin will ich denn heute laufen? Wann bin ich denn sicher durch dieses Ding hier zum Beispiel durch? Also Beispiel, ich komme da irgendwo aus Bonn und lauf Richtung, wie heißt der Ort? Eben stand es da, Hoffnungstal da unten. Ja, ist ja wurscht. Aber sobald wir wissen, dass wir hier, wenn wir hier ins Dorf kommen, Forsbach, ja, dann sind wir definitiv auf dem Naturschutzgebiet raus. Dann gehen wir noch auf Forsbach raus, latschen meinetwegen noch rüber zu dem anderen Ort hier und dann nochmal ein Stückchen weiter rüber. Und ab da, spätestens ab da, können wir uns dann im Grunde auch hinhauen und nächtigen. Ja, also es gibt fast immer eine Möglichkeit. Übrigens auch wichtig, wenn man den Westweg läuft, bei mir im Schwarzwald, dass man dann eben halt auch nicht im Nationalpark nächtigt, sondern vorm Nationalpark und meinetwegen auch hinterm Nationalpark. Den muss man dann einfach an einem Tag passieren. Jetzt hängt sich wieder die Karte auf. Da haben wir sie wieder. Und kann dann eben auch problemlos, ja, hier nochmal Nationalpark. Ne? Also entweder hier dazwischen zum Beispiel, ja, da sind ja auch erstaunlich wenig Schutzgebiete in diesem Bereich, da wird sich die Murkschifferschaft freuen, denen gehört das und die freuen sich da garantiert nicht, aber man könnte, rechtlich gesehen, wäre das genauso Grauzone wie überall sonst, wo es halt grau ist. Darum heißt es auch Grauzone. Ja, der Begriff Grauzone kommt ganz offiziell, garantiert keine andere Erklärung von genau dieser Karte, weil wo die grau ist, ist die Grauzone und da darf man auch im Wald pennen. So, jetzt wird es blödsinnig. Jetzt sage ich auf Wiedersehen und beziehungsweise eben nicht sehen heute mal, aber trotzdem tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.